Hallo und willkommen, ich bin Samgar 3. Wie ihr seht, es ist auch nochmal eine Runde Zeit, mal ein bisschen mehr in Robokraft reinzuschlittern. Ja, machen wir das mal. Planet ist noch da, gut. So, nee, erstmal was vorweg. Ich habe bis jetzt immer noch nicht aufgehört, mit Robokraft zu spielen, falls es irgendjemand mal interessiert. Sondern ich mache einfach nur weniger Videos, weil mich das mit den Fehlern, die mir so auf den Sack gegangen sind, einfach mal angekekst hat. Deswegen habe ich, bevor ich sage, oh, ich spiele das Spiel nie wieder, gesagt, ne, machen wir mal einen Schritt zurück, damit uns das nicht kolossal auf den Sack gehen kann. Das war jetzt der Plan dahinter. Und es hat ja bis jetzt auch halbwegs gut funktioniert. Aber im Ernst, das hier ist, nee. Das ist einfach nee. Einfach nee. Mm-mm. Nope. Not gonna happen, Junge. Einfach mal weg. Okay. Ja. Ich habe übrigens den Vorschlag durchaus gelesen, dass mit den Düsen, die nach innen zeigen, von allen Seiten und dann am besten was zum Rüberschlittern. Wenn man schon was zum Schlittern baut, wäre es natürlich auch sinnig, wenn man hier die Skier benutzt, mal ganz im Ernst. Aber, wobei, das werde ich sogar wegen einer Sache allein schon mal ausprobieren, weil ich nicht sicher bin, wie die Skier reagieren, wenn jetzt Düsenantrieb von der Seite kommt. Das würde ich einfach mal gerne wissen. Einfach nur mal aus purester Neugier heraus. Okay. Bauen wir sofort mal was hier hin. Wir brauchen dafür am besten ein Viereck. Ein Viereck. Ich baue erstmal in der Mitte, das ist nur wegen, ne, Übersicht. Übersicht. Bauen wir da so ein Teil hier direkt in die Mitte. Und jetzt tun wir, wir wollen ein Viereck haben. Also so. Das ist kein Viereck. Oder? Doch. Gut. Also mal so, 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 so. Na komm, lass mich in die Mitte was setzen. Geht doch. Und jetzt noch hier ein Viereck. Seht doch gleich, warum ich ein Viereck haben will. Denn da will ich ja Kufen drunter setzen und deswegen will ich das schon ein bisschen so passend, passgenau quasi hinkriegen. Ich nehme jetzt mal nur Tier 2 Trusters. Oder? Nee, Quatsch, wir haben Kopf. Was erzähle ich da? Wir nehmen einfach hier die Tier 3. Ja, Tier 3. Davon haben wir 6 Stück, das reicht eigentlich vorne und hinten. Fupp. Und so. Mensch, das hat super hingehauen, muss ich mal gerade sagen. So, jetzt setzen wir das Ganze ein bisschen rauf. Wir nehmen eine größere Truss dafür. Nein, die will ich nicht dran bauen. Ich will das einfach nur nach oben. Na. So, ich will das nur nach oben haben. So, jetzt haben wir die nach oben befördert. In der Mitte das Ding. Ja, gut. Wir können es auch behalten. Wir können es auch behalten in der Mitte das Ding. So, 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 so. Da können wir gleich das Ding draufsetzen. Und jetzt müssen wir die Kufen. Das sind eigentlich Lenkkufen, aber ist jetzt auch mal wurscht. So. So. Und so. So, jetzt haben wir nämlich halbwegs das Ding auch nicht ökonomisch richtig, aber zumindest, ne? Ja, okay, das können wir so stehen lassen. Und nur weil ich es kann, werde ich auch gerade mal was anderes noch machen, denn wir machen das mal kurz an. Ich finde das eine schöne Sache, dass man auch endlich mal eingefallen ist, dass man auch so die Sache zeigen kann. Weil gerade wenn hier so, wobei die gelben Striche auch gut zu sehen waren. Ja, aber es sieht anders aus. Es wirkt irgendwie ein bisschen cleaner, die ganze Sache. Ein bisschen weniger, mehr fokussiert aufs Fahrzeug. Genau, das ist es. Das ist, was ich sagen wollte. Ich bin jetzt gerade Wie mache ich das? Gut, dass das Spiel mich auch nicht mehr ohne Waffen in den Kampf lässt. Danke, Spiel. Das hast du, glaube ich, eine Zeit lang mal gemacht. Okay, wir haben jetzt hier ein Fahrzeug, was vor sich hinschlittert. Okay, wir können keine Railguns mehr nehmen. Ich bin gerade eingeloggt, wie ihr seht, und wir bewegen uns tatsächlich immer ein bisschen durch die Landschaft. Und dann kann man mit dem Railgun nichts mehr reißen. So, das ist... Oh, Himmelswillen! Okay, warte mal. Halt, stopp. Oh. Das Problem ist, die Kufen lenken und deswegen... Los! Ich drücke jetzt nur in eine Richtung. Also, Moment, stopp. Erstmal stopp. So. Ich drücke jetzt nur nach links. Ihr seht, ich drücke nach links und der glaubt, ich möchte mich im Kreis drehen damit. Dann deswegen tut er die. Wie ihr seht, von oben kann man es deutlich erkennen. Immer die Ecken düsen, damit wir genau uns schneller drehen können. Ist zwar eine schöne Idee. Moment mal. Wir drehen uns ja relativ fix so, aber was passiert eigentlich, wenn ich jetzt die Dinge abreiße?
Ne? So, ne? Einfach so, so, so. Was passiert jetzt? Wir sind voll die Testserie hier, ne? Schlimm. Bin ja gespannt, ob er jetzt... Okay, wir sind deutlich langsamer. Wir können zwar so über den Boden schlittern. Ah, das geht aber auch halbwegs. Ja? Hat was. Nicht viel, aber etwas. Wir sind auf jeden Fall so dicht über dem Boden, wie man nur sein kann, glaube ich. Noch dichter geht's gar nicht. Und natürlich, wir machen relativ viel Krach. Also ich möchte nicht auf dem Ding sitzen, echt, ganz ehrlich. Jede Bodenwelle mitkriegen und Rückgrat zerschreddern kriegen. Oh, das ist nicht cool. Aber wo? Das, was ich auch mal ausprobieren wollte. Schon länger wieder. Eigentlich fliegt jetzt hier. Okay, wir dürfen auch nirgendwo gegen düsen. Sehe ich gerade. Was ist das Wort? Ah, düsen. Wortwitz. Nee, ich wollte mich eigentlich aufs Dach drehen gerade. Ich muss irgendwas finden, wo ich aufs Dach falle. Schnell, schnell, schnell. Du Hügel. Nee. Nein. Oh, ich fahre gerade in die verkehrte Richtung. Egal, nehmen wir hier das halt. Meine Idee ist jetzt, ich meine, gibt es die Teile überhaupt noch, wo man sich mit umdrehen kann, oder ist das jetzt ein Feature für alle Fahrzeuge quer durch die Bank? Ich nehme an, das ist sowas für quer durch die Bank, ne? Da habe ich F gedrückt, nach 10 Sekunden hänge ich wieder genau richtig, Fragezeichen. Man kann das Ding auch wirklich schlecht umdrehen, habe ich gerade festgestellt. Wirklich schlimm, warte mal. Okay, ja, das ist ein Standard-Feature, sehe ich gerade. Ja, okay. Man kann sich auch so ein bisschen bewegen. Was ehrlich gesagt besser ist, aber es hat auch einen cooler, man kann es natürlich ständig benutzen. Weil, Moment, kann man auch so schießen? Ich denke mal nicht. Ich denke mal wirklich an nicht. Okay, lassen wir es mal so stehen. Gut, damit haben wir wieder was gelernt. Das kann man so bauen. Okay, ganz kurz. Angenommen, wir machen jetzt irgendwas mit Schilden da dran. Wir machen jetzt wirklich hier diese, ich sag jetzt mal Kasper-Schilder da dran. Also diese formunschönen Schilder, sag ich jetzt einfach mal. So wie hier. Ne, das ist schon Quark. Weil dann hängt das ja auf dem Boden und dann läuft ja nichts. Es sei denn, ich baue es genau umgekehrt hier dran. So nämlich. So schlittenmäßig. Aber das bringt nichts. Oder? Wobei, ich habe das X ausge... Ja, jetzt weiß ich wieder, was ich falsch gemacht habe. Ja, ich weiß, ich kann das anmachen. Ja, ich weiß. So, angenommen, wir würden jetzt so hinbauen. Der würde... Tut er stark aufliegen? Nee, tut er nicht. Das ist doof. Und das sieht auch ein bisschen blöd aus. Selbst mit den Teilen... Ich könnte es höchstens so hinbauen. Und sogar dann würden sie schon zu weit nach unten gucken. So würden sie womöglich nicht zu weit nach unten weggucken. Das bringt ja mal gerade gar nichts hier. So, das ist ja... Nee. Das taucht ja nichts. Ich meine, super. Jetzt habe ich vorne und hinten Schild. Theoretisch. Die wurden auch LOL genannt. Wo soll ich jetzt Waffen hinbauen? Soll ich hier das wieder aufbauten machen und dann hier so seitlich rumschießen? Nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, das hier. Was könnten wir noch damit anstellen? Erstmal gucken, was für Waffen bauen wir da drauf? Am besten die größten und schwersten, die wir finden können. Wie wäre es mit T9? Wir haben eine T9? What? Moment mal, hä? Stimmt, wir haben hier welche verbaut. Ich wollte mich gerade sagen, irgendwie so, Moment mal, müssen wir nicht T9 haben? Wisst ihr, was ich gerade mir eingefallen ist? Also das ist ja schon mal eine Idee, ne? Das ist ja schon mal ein Anfang. Ne? Falls jetzt eine Idee hat, wie es jetzt weitergehen soll, soll er mal gerne... Ja, der kann sich ruhig angesprochen fühlen, der mir eh das vorgeschlagen hat. Wie ich das jetzt hier weiterbauen soll. Also jetzt mit Kufen drunter, so... ich meine, wir drehen uns schneller, ja. Aber ich meine, was für Schilder soll ich nehmen? Hey, die teuren neuen, die sind zwar toll, aber ich meine, das passt hier nicht dran. Oh, cool, Lichteffekt hier so. Yeah. So, nee, wisst ihr was? Wir wollen aber noch ein bisschen was tun heute für unser Geld, in Anführungsstrichen. Wir gehen mal hier rein und gehen mal hier zu ihm. Ne? Er kann es ja ein bisschen. Und wir bauen den jetzt teurer. Ja, teurer bauen. Werdet ihr fragen, wie? Indem man vor teure Schilder dran kann. Oh, wait, wir können nichts dran bauen, weil wir sind auf Maximum. Mist. Wir können also da nichts hinbauen. Also, ich würde das gern speichern, weil ich möchte gern diese Schilder jetzt
dorthin bauen. Ja. Ach komm, ich erzähle euch das nicht lange. Ich mach's einfach. Ist vielleicht besser. So, die Stadtschild soll jetzt dorthin. Vielleicht soll ich das wirklich einfach so tun. So, angenommen. Ich muss mehr von den blauen Dinger verlegen. Und vor allem das Cockpit ist mir jetzt gerade ein bisschen im Weg. Nehmen wir das mal gerade weg. Ist ja mal wurscht. Wir nehmen hier die Dinger. Ich lasse hier alles voll. Ich will wissen, wo ich hinsetzen mich muss, damit das passt. Ist es jeniges welches Schild? Es ist nicht jeniges welches Schild. Ich kann das irgendwie gar nicht sehen. Wo zum Hängen? Ja, jetzt hängt es vorne, das ist klar. Aber jetzt hängt es. Klar, geh weg. Auch weg. Okay, hinten hängt es auch. Das heißt, man. Oh, müssen wir echt nach vorne gehen? Müssen wir schauen, wa? Und dann haben wir eh ein Loch da drin. Oh, das und dort müssen wir eigentlich. Na gut, wir reißen das jetzt nicht ab. Das war jetzt eh keine Konstruktion, wo ich sagte jetzt, mein Gott, das werde ich für immer stehen lassen, weil er war zu schnell tot. Ich meine, er war lustig, aber er war zu schnell tot. Oh, jetzt sind die Düsen auch noch. So. Ja, gut, Düse, geh woanders hin. Okay. Nee. Oh, dann machen wir das auch noch weg. Jetzt tun die beiden wieder abreißen. Jetzt aber. Jetzt. Ich wollte es nur da. Oh. Mensch. Das ist eine schwere Geburt, das hier. Ich wollte die Schilder neben dran bauen, damit das hier vielleicht ein bisschen solider alles wirkt. So zum Beispiel. Jetzt habe ich ja richtig coole Seitenstaffage, nicht wahr? Das sieht auch halbwegs gut aus. Jetzt müsste ich quasi das alles verlängert nach hinten bauen und die ganzen Antriebe, die ich natürlich jetzt nicht mehr habe, müsste ich jetzt auch irgendwo noch hinbauen. Schwierig. Schwierig. Wir haben natürlich wieder so einen Seitenauswurf, sage ich jetzt mal. Den nehmen wir auch wieder. Wir wollen ihn ja auch haben. Wir wollen hier vorne was vorknallen. Am besten, wie wäre es mit noch einem Schild? Lass uns Schilder vor die Schilder tun. Ich meine, er sieht besser aus als vorher. Glaube ich. Wir könnten da unten jetzt aber Waffen dran montieren, sehe ich. Das wäre vielleicht eine Idee. Direkt montieren. Mal gucken, wie es aussieht. Ob es überhaupt geht. Tier 9. Knarren. Nee, passt nicht. Partisten. Kann ich keine Knarren hier dran bauen? Ja, kleiner geht. Gut, das hätte doch was, oder? Das wäre doch richtig cool. Richtig cooler Seitenschutz und daran in die Knarren. Natürlich wäre es noch besser, wenn es weiter hinten wäre. Das wird aber nicht gehen, glaube ich. Lass mal's ab. Auch das. Also teure Schilder wollte ich verknallt haben, einfach damit wir viel höheres Tier kriegen. Nehmen wir, oh, allein schon die Schilder, die ich gerade weggenommen habe. Oh, warte mal. Jetzt sind wir ja gerade in so einer Position, wo man. Die nehmen wir mal gerade wieder runter. Angenommen. Nehmen wir sie alles mal weg. Ist quasi eigentlich eine Wand, die ich jetzt hier stehen habe, irgendwie. Ja, ist es auch. Gut, wir nehmen jetzt mal diese komischen Schilder, die ich wohl sagte ja, dass das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Wir nehmen die hier hin. Hauen die hier dran. Und verkehrt um hier. Vielleicht. Nee. Wir müssen einen Schritt nach unten gehen. Und vielleicht ein bisschen hier rüber. Wie weit rüber? Oh, oh, oh. Das kann ich. Oh, ich kann ihn dann verschieben. Oh. Jetzt. Aber ich kann ihn so machen. Ich könnte ihn so machen. Ja, aber warum nicht? Warum nicht? Da sind wir jetzt deutlich, deutlich teuer gekommen mit den Punkten. Jetzt könnte ich nach hinten natürlich auch mal sowas theoretisch versetzt bauen. Warum? Machen wir es mal gerade voll. Machen wir es mal gerade voll, nur mal so als Test. Nur so Optik. Ne, das ist Quatsch. Die Seite vielleicht? Nein. Die Seite vielleicht? Schwierig. Schwierig. Schlimm ist es. Ist echt schlimm.
So vielleicht. Aber die kommen noch nicht mal raus, die Dinger, ne? Oh, müssen noch mal davon. So, jetzt aber. Die hängen jetzt nach draußen. Wir könnten da theoretisch Waffen dran setzen. Aber die halten natürlich sehr viel mehr aus, die Schilder. Kann man ja noch sagen. Die sind richtig tough, die Schilder. Also, wenn der Seite uns einer draufschießen soll, dann soll er ruhig versuchen. Dann kann er schießen, bis der Arzt kommt. Das wird uns nicht tangieren viel. Zu Deutsch, es geht uns am Arsch vorbei. Hat Stefan nicht zwei gekauft? Ach ne, die waren zu teuer. Uber 5 Blades. Hauen wir kurz an die drunter. Oh, komm, jetzt hier oben drunter. Warte mal. Kann ich die da drunter setzen irgendwo? Passt das irgendwie? Überhaupt nicht, ne? Shit. Kann ich das irgendwie nach hinten bauen? Passt das hier oben vielleicht knapp rein? Vielleicht? Hä? Nein, ne? Okay, dann mach ich's da. Kann ich schon so ein Ding an dem bauen? Nein. Die sind natürlich jetzt dafür da, dass wir Seitenstabilität kriegen. Und das ist, glaube ich, eine Katastrophe, wenn ich das versuche. Oh. Ich habe gerade eine Idee. Ich habe gerade eine gute Idee. Erstmal muss das wieder ausgemacht werden, sonst klappt das, glaube ich, nämlich, wie ich vorhab. Wir hauen die quasi hier hinter. Das Frontalbeschuss. Wobei, ich hätte es doch anmachen können. Das Frontalbeschuss genau uns nicht da treffen kann, wo es gefährlich wird. Ja, ist vielleicht eine Idee. Wenn ich jetzt frontal schieße, müsste ich erst hier durchschießen, bevor ich an die Stabilisatoren von unserem Vieh. Warte mal. Vieh ich das Teil überhaupt? Ne, erstmal nochmal hier die Schilder hinten drauf klacken, sofort. Lass mich kurz gucken. Nee. Nochmal. Nein. Oh, wirklich. Wirklich, wirklich. Okay, nehmen wir den noch raus. Kann ich den hier noch weiter rüber setzen? Geht das? Nein, überhaupt nicht. Das heißt, wir können wirklich das nur so machen. Gut, mach das weg, das da wieder hin und dann da das hin und dann hier oben einen drauf. Alles um einen Punkt versetzt, dann so, dann der hier hin, so. Dann hier das, nein, das da, Schild. So. Ich weiß nicht, es wirkt irgendwie nicht mehr so toll. Ich hätte es gerne gehabt, dass das so auch da drüber hängt, aber das ist wohl Wunschdenken irgendwo. Okay, 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 was können wir noch hier tun, was können wir noch tun? Waffen. Ach, die ganze untere Linie können wir eigentlich abreißen. Die sieht jetzt doof aus. Was uns dann wieder auch daran hindern wird, irgendwo festzustecken, habe ich irgendwie den Eindruck gerade. Okay. Erstmal gucken. Fliegt dieses Ding? Moment, viel wichtiger. Wo kommt der Sitz hin? Irgendwo in die Mitte hier am besten. Also nicht da, wo die... Hier, hier. Nein, da geht es genau nicht hin. Dann nach vorne vielleicht. Das ist eine gute Idee hier bei dem Ding. Ne, wisst ihr was? Wir gehen ganz nach hinten. So vielleicht. Die Wurst, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, gucken wir, wie es jetzt ist. Okay, hat so ein bisschen was von so einem... Lässt sich aber halbwegs angenehm lenken, das Teil. Halbwegs. Natürlich, der Auftrieb ist jetzt alles ein bisschen weit hinten. Was aber nicht schlimm sein muss. Was aber wirklich nicht schlimm sein muss. Dann tun die Waffen sich gegenseitig, wenn wir ein bisschen geneigt nach vorne unten sind, ist es vielleicht gar nicht schlecht. Da können wir besser auf Gegner schießen. Und natürlich die Gegner auf uns besser, fällt mir gerade mal damit ein. Das heißt, der Sitz muss weit nach unten getackert werden. Aber dann, ich glaube, das nehme ich sogar. Yep, nochmal. Alles Relevante ist weiter hinten diesmal. Gut. Das heißt, du Sitz, gehst weiter nach hinten. Unten. Da können wir gehen. Das heißt, man, das nehmen wir weg, das nehmen wir weg. Und dann setzt man hier einen Schildsitz rein. Perfekt, Tomat. Wir tun hier ein bisschen was drauf, damit das nicht direkt wieder sieht, es wieder sitzen. So. Gut. Wobei, gut ist da relativ, ne? Also, ich tue mich hier nicht aus dem Fenster lehnen damit. Ich könnte jetzt hier so ein Ding dran bauen. Aber das Hauptproblem besteht natürlich nach wie vor. Wir können keine Waffen montieren, großartig hier dran. Ich meine, natürlich der Seitenschutz ist phänomenal von dem Ding. Frontal, das kannst du völlig abhaken, glaube ich. Ich habe wieder vergessen, das X anzumachen. Ja, sein, ja. Na gut, machen wir mal so. So. Jetzt sind wir auf jeden Fall sehr viel teurer geworden. Schau mal, das ist sehr, sehr gut.
Jetzt müssen wir nur noch irgendwie Waffen dran montiert kriegen. Auf Teufel komm raus Waffen. Auf Teufel komm raus Waffen. Am besten hier. Ich glaube, das ist gut. Unten drunter. Vielleicht auch nicht. Sehe ich gerade. Okay, das heißt, wir müssen hier dorthin bauen. So. Jetzt können wir auch das Ding hier oben drunter setzen. So. Komm. Quatsch. Alles nochmal ein bisschen höher. Jetzt haben wir unten und oben Feuer. Wir sind eh leicht. Ja, doch, wir müssen aber noch gerade ausschießen können, damit das ist kein Problem. Wo bauen wir denn so eine Waffe hin jetzt? Also nicht auf derselben Linie. Das funktioniert ja nicht. Das heißt, wir müssen irgendwo hier. Hier so. Da, wo es nicht geht. Können wir Chassis mit. Ne, halt mal. Können wir mit dem Chassis noch. Doch, wir nehmen hier die Violetten sogar jetzt. Ne, genau, das geht natürlich nicht. Das geht auch nicht. Ah. Moment mal, warum geht das nicht? Oh, weil ein riesen Schild im Weg ist. Ah. Dann nehmen wir mal hier die Schränke vielleicht. Geht das hier? Aha! Schon haben wir hier einen kleinen Lichtblick. Und darauf setzen wir die T9er. Ne? Komm, mach es. Warum nicht? Was tust du mir an? Warum? Oh, weil sie zu eng aneinander stehen. Deswegen geht's nicht. Oh. Okay, können wir irgendwie rübergehen? Können wir irgendwie rübergehen damit? Nein! Oh. Okay, dann. Ja. Das gefällt mir nicht wirklich. Allerdings haben wir auch halbwegs Schutz, aber nur halbwegs. Okay, beide Positionen. Geht das bei beiden was hin oder geht's nicht hin? Oh nein! Achso, ja. Mehr denken, weniger so tun als ob. Das heißt, oh, wait a second. Kann ich hier. Nee, ich komme nicht runter, oder? Oh, wirklich nicht. Ist hier so. Von hier aus dann rauf. Das ist. Ja, jetzt geht's, aber dafür sieht's auch kappes aus. Oder? Ja, eigentlich sieht's kappes aus. Es sei denn natürlich. Moment mal. Schild. Geh mal nach hinten. Ja, so lala. Ich kann das vorne noch ein bisschen schützen hiermit. Oder auch nicht. Ich könnte sowas dabei vorbauen, das wäre es dann. Nee, ich weiß nicht. Das ist. Das wirkt jetzt nicht wirklich. Und wir sind T9, wir sind T9. Läuft. Wir haben irgendwie Waffen dran gebaut gekriegt. Gute Idee. Was können wir noch zwei von den Knarren dran bauen eigentlich? Haben wir noch zwei davon? Noch zwei davon haben wir. Gut, dann nehmen wir die auch. Ich tue aber gleich die violetten Blocken womöglich ein bisschen austauschen, weil die bringen ja uns sowieso nichts hier. Wir gehen so. So. Und vielleicht so. Mensch, das ist ein Aufbau, der gehört bestraft. Nein! CPU fehlt! Los! Wie viel CPU fehlt? Kann ich einbauen? Nein, auch nicht. Wie teuer sind die denn? Sind die so teuer? Moment mal, wenn die so. Au! 26 Floppy? Wisst ihr was? Oh! Jetzt weiß ich gerade, warum ich es nicht wegbauen darf, weil auch noch ein Sitz ist. Ah, nee, gut, dann habe ich nichts gesagt und so. ja gut, dann müssen wir es so stehen lassen. Komm, ich will in den Kampf gehen. Ich will in Anführungsstrichen Tote sehen, wenn es nur ich bin. Auf geht's. Beziehungsweise, wisst ihr was, das Video ist lang genug, sehe ich gerade. Aber das ist jetzt der neue Flying Block MK3. Warum ist er MK3? Weil er T9 ist. Das ist der einzige für mich logische Grund. MK3 Block. Yeah. Er ist ganz gewiss nicht besser als vorher, aber er ist einfach nur teurer. Und damit setze ich nicht meinen Siegeszug fort. Aber der Wahnsinn geht fort. Weiter. Ich könnte hier noch. Schimpf mal. Ah, warum nicht? Aber das wird cool aussehen, glaube ich.
das wird cool aussehen. Absolut, absolut. Vielleicht ein bisschen runter, dann würde die Ecke weg sein. Boah, das sieht richtig fett aus. Ja, können wir da nicht machen. So ein Pech, so ein Pech. Okay, bedanke ich mich trotzdem schon mal herzlich fürs Zusehen. Und nächstes Mal, also jetzt, ich glaube, das wird jetzt noch die Woche natürlich passieren, sind wir auch wieder direkt in Robocop unterwegs und dann testen wir den Flying Block MK3 aus. Womöglich werden wir sinnlos scheitern, aber es wird womöglich unterhaltsam und ich werde da ständig fluchen. Also für euch wird es unterhaltsam, für mich dann weniger, aber gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Bis dann.